Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Vampirfamilie Fong. Und ja, auch das denke ich mal, werde ich relativ bald geschafft haben, weil ich das ja so lange weiterspielen werde, noch bis ich hier diese Bestreben geschafft habe bei den Vampiren. Und er muss noch Großmeister werden und noch 4 Tage Vampir sein. Und unsere liebe Saskia, die muss nur noch den Machtdurststiller erwerben. Und ja, dann werde ich erst einmal die Vampirfamilie, denke ich, auch erstmal ruhen lassen. So, ich habe gesehen, dass Anka und Kevin natürlich beide älter werden. Wir brauchen also einen Kuchen. Ich habe das jetzt hier schon leider 2-mal gemacht. Und ich muss gestehen, immer wenn ich Anka, wenn sie dann als Kind ist, wenn ich sie anziehen möchte, dann kann ich dort nichts weiter eingeben. Ich werde es jetzt deswegen jetzt einfach so weiterspielen. Ich werde ihr ein neues Zimmer dann bringen. Also sie wird älter, Kevin wird älter und ich werde ihr Zimmer einfach umräumen und sie aber noch nicht umziehen hier in diesem Spiel. Ich gucke mal, ob ich es danach noch schaffe. Ob ich es nochmal machen werde, weiß ich nicht. Doch, ich werde es nochmal probieren. Aber irgendwie ist es sehr seltsam, dass es nicht funktioniert. Mach hier die Geburtstagskarten. Hopp. Mach sie hin, bitte. So, Anka muss nämlich auf die Toilette. Deswegen aufs Töpfchen. Hat es Luisa geschafft. Und dann du machst mal hier die Tischdecken. So, und der Papa, der hilft der Anka. Was ich schon weiß, also ich möchte mit Kevin ja auch die Karriere von die Musikerkarriere, also die Entertainment-Karriere machen. Im Grunde die gleiche, die er auch hat. Und ja, da weiß ich im Grunde schon, dass er Geigen üben muss. Deswegen stecke ich ihn direkt schon mal runter. So. Das ist manchmal der Vorteil, wenn man doch noch mal was nachspielt. Du machst noch die Zusatzhausaufgaben hier. Und ich guck mal, wo ist Anka? Anka, aufstehen. So, du machst das mal weg. Mittlerweile haben wir doch so ein kleines bisschen Geld. Einmal hier trinken. Und ich weiß nicht, oder bringst du Anka jetzt runter? Ja, der Anruf kam auch jedes Mal. Sehr interessant. So. Ich weiß aber nicht, wer es schafft. Ach so. Thanks. Kinderkanal gucken. Nochmal auf die Toilette gegangen. War das das Lied? Oh mein Gott. Schneller Lerner. So. Schaffen wir es jetzt oder nicht? Oder machst du einfach nochmal ein klassisches, großes Gemälde? So. Anka geht nämlich alleine runter, ne? Ja. Warum auch immer sie das macht. So. Kannst du jetzt bitte helfen? Kann jetzt bitte irgendjemand ihr helfen? Älter zu werden. Na also, die Mama hilft dieses Mal. Und? Juhu, Anka! Und ich habe mich entschieden für mental. Oder nein. Wartet mal, ich mach mal kreativ. Sie ist auch eine Kreative, wie die Mama, und mag vielleicht auch Kunstliebhaberin. Okay, jetzt hat sie das hier an. Also das ist tatsächlich jedes Mal anders. Kevin, du gehst mal selbstständig noch hier rüber. Sie hat schon irgendwie schlechte Manieren gerade. Was ist das? Ach so. Hat gespannt. So, und dann darfst du die Glasur probieren oder so. Und der Papa kommt. Guck mal, der Papa schaut dir zu.
Java? Und hier, ich habe mich entschieden für perfektionistisch zusätzlich. Und du darfst einen Job suchen. Übrigens, Luisa, was ist mir los? Wo bist du denn? Warum blinkt das? Ach so, sie ist noch im Haus, deswegen. So, Entertainer und perfekt. Das heißt, dass du hier direkt auch einfach weiter üben, upsala, üben darfst. So. Während ich jetzt nach oben gehe und nicht Anka dazu zwinge, dass sie jetzt sich umzieht, sondern ich gehe ins Baumenü. Das hier ist ja, glaube ich, immer nur für Kleinkinder, ne? Dann können wir das tatsächlich verkaufen. Wir können sehr gutes Geld ja auch brauchen, wenn wir ein neues Equipment hier machen. Dann brauchen wir das ja auch nicht mehr, die Kinder. So, dann brauche ich... Ich habe, glaube ich, nichts im... Nee, habe ich nicht. Inventar. Kinder. Wir brauchen ein hübsches Bettchen. Warum geht das nicht? Was stört? Ah, das sind noch Sachen auf dem Boden. Das lege ich dann mal hier hin. Das hier können wir verkaufen. Okay, Mama. Das ist meine kleine Katze. So. Dann einen kleinen Beistelltisch. Die finde ich eigentlich auch ganz süß. Warte mal. Vielleicht nur eine andere Farbe. Das sieht ja cool aus. Was war das? Ach, das war in diesem... Okay. So, was haben wir denn noch, was sie bräuchte? Vielleicht noch ein... Warte mal, das hier würde ich trotzdem gerne behalten. Das stelle ich nur hier hin. Und ich würde gerne einen Schreibtisch für sie. So, das sind diese. Ich glaube, die, das sind die einzigsten, die es gibt. Ja, nehme ich mal den hier. Ich möchte das mal gerne so hinstellen. Okay, Mama, spielst du? Sie spielt mit einem Ball. Ja, ich habe eine Katze, die gerne mit dem Ball spielt. So, warte, das hier machen wir noch irgendwie hier hoch. Ich würde noch gerne irgendwas hier drauf machen. Ich weiß nur nicht, was. Deko. Kinderaktivitäten. Das, denke ich, werden wir noch zusätzlich kaufen. Oh, wir haben das damals verkauft, weil sie braucht ja jetzt auch einen Kindertisch. Ich glaube, das hatte ich damals verkauft. Nee, da draußen steht er. Dann würde ich das aber, weil du ein kleiner Vampir bist, ganz gerne in dein Zimmer holen. Ich glaube, damit fühlst du dich auch wohler. Und das vielleicht als Farbe. Machen wir mal das da. Super. Ich weiß nicht, ob sie noch Sachen braucht, wie gesagt. Das hier? Ah, für Kinder. Genau, das ist für Kinder. Dann machen wir das nochmal mit hier rein. So. Ich glaube, damit habe ich noch gar nicht so groß gespielt. Fantasiefähigkeit. Das hat nicht funktioniert bei dem Kleinkind. Warum auch immer. Spielzeugkiste, nee. Okay, ich glaube, wir bleiben erstmal dabei. Und dann würde ich sagen, Anka. Das würde ich gerne nämlich mal sehen. Das habe ich noch nie gesehen. Doktor spielen. So, du müsstest doch eigentlich auch bald jetzt zur Arbeit. Und er. So, das kannst du jetzt mal aufräumen, bis der nächste älter wird. Glaube ich, braucht es eine Weile. Okay. Wir müssen noch ein bisschen großmeisterische Sachen machen. Alte Sage erzählen.
Was kann ich denn Vampirisches mit ihm machen? Hier, Vampirtraining anbieten. Ich sag mal, er soll halt aufhören. Wir müssen das auf jeden Fall noch irgendwie mit ihm machen. Ich weiß gar nicht mehr. Comedy habe ich, glaube ich, am Computer gemacht. Na? Nee, es hat nicht geklappt. Wartet mal. Vampir um wann anbieten. Ich muss ja vampirische Sachen machen. Ein Meisterwerk. Gut, wenn ich es einmal gemacht habe, mehr kann ich gerade nicht. Was habe ich denn? Okay, dann kannst du noch mal was trinken. Und Saskia, du hast ein Meisterwerk, habe ich gesehen oder gelesen. Dann verkaufen wir das noch mal. Oh, für 2148. Yay! Dann haben wir absolut keine Geldprobleme mehr. So. Genau, Anka, du machst da mal Hausaufgaben. Achso, ich wollte noch irgendwas hier hinlegen. Und eigentlich, ich wollte eigentlich, dass du Doktorspiele machst hier. So, Saskia kann sich jetzt mal zurücklehnen. Oder eigentlich müsste sie wahrscheinlich, damit sie das schafft, ja auch Kraftpunkte machen. Und das heißt, sie müsste auch irgendwie was. Oh, ach, halt, geht da oben trainieren. So, das hier und wir können dann ein verführerisches Gesicht auch noch anlegen. Während Kevin hier das macht, Mensch, mein Gott. Irgendwie auch ein sehr gemütliches Zimmerchen hier oben, bis auf den Sarg, wenn man es so bedenkt. Aber wenn es jetzt keine Orgel ist, sondern irgendein Klavier und ein bisschen Licht noch reinkäme, wäre das doch eigentlich ein ganz hübsches Zimmerchen. Er ist benommen, weil er befehligt wurde. Na ja, gut, er soll halt einfach trainieren, ne? So, weil ich momentan tatsächlich nicht weiß, wie ich denn jetzt noch weiterkomme, weil er hat auch die Vampirsaga hier auf 15. Ja, alles andere ist total uninteressant für ihn. Ach so, ach Mist, da war was mit Fröschen im Inventar, aber das war bei Fabio. Da muss ich nachher mal gucken. Das mache ich mal weg. Genau. Wer ruft dich schon wieder an? Keine Ahnung. Flitzebogen nach oben. Ich glaube, ich werde dann jetzt, also nachdem. Oh, hilfst du ihr? Sehr schön. Nachdem ich jetzt hier beendet habe, werde ich auf jeden Fall jetzt zum Beispiel mit Saskia in das Kleidungsinventar gehen, weil ich finde es schon ein bisschen komisch, dass das gar nicht geht. Wisst ihr allerdings übrigens, also sie ist ja. Warte, wenn ich mich selbst anklicke. Ja, also sie ist ja eigentlich auch ein Vampir. Und deswegen die vampirische Form sieht man aber hier nicht. Aber immer wenn ich in dieses quasi zum Umziehen gegangen bin, hat man das gesehen. Ja, das fand ich immer ganz seltsam. Das finde ich doch ganz süß. Finde ich schöner als das mit deinen, mit diesen Hasendingern. Oh. So, Kevin, darf sich jetzt mal schlafen legen, komm. Was ist mit dir? Warst du draußen oder was ist mit dir los? Vermutlich. Habe ich nicht mitgekriegt. Also gut, dunkle Meditation. Hat sie
dich selbst reden. Nein, warum musst du denn nach draußen gehen für die dunkle Meditation, Mensch? Es ist doch irgendwie widersinnig hier gerade. Ach nee, er ist tatsächlich auch fiebrig. Können Vampire auch krank werden? Tatsächlich, wahrscheinlich schon. Dann gucken wir mal. Einmal Medizin. So, dann nimmst du die mal ein, damit es dir gleich wieder besser geht. Und dann kannst du mal in den Kühlschrank gehen und dort Plasma trinken. So, Klein Anka kommt hier runter. Und Kevin. Hey, genau, das ist genau das Richtige für dich, Standard dort. Genau, super. Ist es auch. So, du trinkst auch nochmal was. Anka, was machst du? Sie, ja, isst was. So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, ob ich es jetzt noch schaffe mit Anka, dass sie, also ich werde nicht mit ihr da reingehen, sondern mit der Mutter. Übrigens, das können wir eigentlich verkaufen. Die sollen ja eigentlich auch besser, ein bisschen besser geworden sein. Nicht mal ganz so flach. Naja, gut. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Sagina Dau. Ciao, ciao.